Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder, eure Mina und das hier ist meine Mel, das ist meine Friseurpuppe und wie ihr sehen könnt, habe ich ihr hier schon die Haare abgetrennt. Hier gehen sie noch einfach normal runter, hier habe ich sie abgetrennt, zusammengebunden und jetzt werde ich euch einen 3D-Zopf flechten. Ich werde sie natürlich schön umdrehen, damit ihr genau sehen könnt, was ich mache. So, ich werde jetzt hier diese unteren Haare, also unter dem Zopf hier, wegtun mit einer Spange, damit man besser sieht, wie man das flechtet und dass es einfacher ist, damit man keine Haare von hier mitflechtet. Also, ich teile zuerst mal diesen Pferdeschwanz in zwei Teile. Ihr müsst den Zopf einfach stramm flechten, dann wird er am schönsten. Und dann nehme ich wie beim Fischgrätenzopf von hier hinten Haare, tue sie hier drüber und halte sie so. Dann nehme ich auch von dieser Seite Haare, teile sie hier ab, gehe aber jetzt nicht hier drüber, sondern hier drunter. Aber auch gekreuzt, dass es einfach so gekreuzt ist. Und das macht ihr jetzt mal eine Weile, bis ihr keine Haare mehr auf dieser Seite habt. So ihr Lieben, jetzt sind wir an einem Ort angekommen, da haben wir jetzt nur noch eine Strähne und die geben wir jetzt einfach hierher und fangen von neu an zu flechten. Also die Strähne tut man einfach hierher und dann flechtet man wieder wie ein Fischgrätenzopf hier.
Ja, und der Zopf wäre eigentlich schon fertig. Ich glaube, ihr seht die Struktur hier und hier und hier. Und wenn man ihn umdreht, hat er natürlich hier eine andere Struktur. Aber ich ziehe jetzt einfach hier, dass es ein bisschen lockerer wird und dass er größer wird, der Zopf, und hinten auch. Und dann sehen wir das perfekte Endergebnis. Ihr Lieben, jetzt ist der Zopf fertig. Und jetzt zeige ich ihn nochmal gedreht, einmal so. Wenn man ihn umdreht, dann sieht er so aus. Also ein 3D-Zopf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, die Frisur gefällt euch auch. Wenn ja, lasst mir einen Like da. Und natürlich, wenn ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid, dann jetzt auf Abonnieren klicken. Denn dann verpasst ihr einfach nie wieder ein Video von mir. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag.